Herzlich willkommen aus dem Apple Experience Room hier in Bonn. Friedrich Eberle. Heute geht es um die Telekom Branchenlösung. Mehr als nur ein iPad. Worauf besteht die Lösung? Zum einen aus einem iPad und Connectivity. Natürlich aus dem besten Netz. Und Software von Magic Plan und Open Handwerk. Wie das Ganze zusammen funktioniert, zeigen wir euch jetzt. Nachdem Sie sich einmal angemeldet haben, bekommen Sie eine E-Mail von uns. In dieser E-Mail sind zum einen ein Anschreiben und zum anderen Ihre Zugangsdaten hinterlegt. Die E-Mail sieht wie folgt aus. Das Anschreiben ist hier. In diesem Anschreiben haben wir verschiedene Schritte für Sie erläutert. Punkt für Punkt, Schritt für Schritt gehen wir mit Ihnen die einzelnen Punkte durch, was wir Ihnen gleich auch nochmal live zeigen werden. Und dann bekommen Sie zusätzlich noch Ihre eigenen Zugangsdaten für die Branchenlösung. Zwei Anschreiben, das Kaffeetasse weglegen und das iPad auspacken, was ich gerade erhalten habe. Ganz einfach, nur iPad rausholen und an Strom anschließen. Und die SIM-Karte, die ich auch erhalten habe, mit getrennter Post, einfach mal auspacken und in das iPad hineinstecken. So, das iPad ist aufgeladen und wir beginnen zum ersten Schritt. iPad ausgepackt, SIM-Karte einlegen. Die SIM-Karte haben wir hier bekommen. Zum Einlegen der SIM-Karte haben wir hier beim iPad ein nettes Werkzeug. Damit machen wir hier den SIM-Karten-Slot auf und legen die mitgelieferte SIM-Karte in das Slot hinein. Die entsprechende PIN-Nummer habe ich in dem Schein von der Telekom mit dazu geliefert bekommen. Karte ist drin, iPad ist installiert, jetzt kommen wir zum Schritt Nummer 3. Das heißt, ich gehe einfach nur mit der Kamera-App auf das, was ich als bekommen habe, Barcode. Ich bekomme hier automatisiert schon angezeigt, im App Store öffnen. Ich gehe einfach drauf und da ist schon Open Handwerk hinterlegt und gehe jetzt nur noch auf Laden. Installieren. Die Open Handwerk-App ist jetzt heruntergeladen und den nächsten Schritt, Schritt 4, machen wir das Ganze jetzt nochmal. Wir scannen nochmal ein. Genau die gleiche Möglichkeit. Ich bekomme hier im App Store angezeigt. Jetzt wird Magic Plan heruntergeladen. Das ist die zweite Applikation, die wir innerhalb unserer Telekom-Branchenlösung integriert haben. Auch die wird jetzt heruntergeladen und kommt jetzt gleich auf meinen iPad automatisiert drauf. Das heißt, wir haben jetzt alle Schritte durchgeführt. Jetzt kommt der letzte Schritt, Schritt Nummer 5. Die Installation ist nun abgeschlossen. Öffnen Sie bitte die Open Handwerk App. Das war die hier. Und geben Sie jetzt Ihre Credentials ein. Die hatten wir ja vorher als E-Mail bekommen gehabt. Benutzername und Passwort. Und das machen wir jetzt. Credentials eingegeben. Und ihr seht hier im Open Handwerk bin ich da direkt schon online. Und ohne Medienbruch könnte ich auch jetzt in meinen Magic Plan reingehen. Das Ganze synchronisiert sich mit einmal Credentials. Das heißt, in fünf kleinen Schritten seid ihr schon dabei. Endgerät auspacken, SIM-Karte einlegen, zweimal fotografieren und einmal meine Credentials eingeben und schon habt ihr die Telekom-Branchenlösung integriert. Und beim nächsten Video zeigen wir euch, wie ihr das Ganze einsetzen könnt mit ein paar Tipps und Tricks unsererseits. Bis dahin, ciao!